Willkommen zu unserem heutigen landespolitischen Gespräch. Wir nehmen wieder Bayern in den Blick. Mein Gast ist Bertram Brossart, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und der Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände VBM und BAYME. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Sie sind derzeit viel beschäftigt, kein Wunder, es sind Tarifverhandlungen. Die dritte Runde steht jetzt an in Aschaffenburg am kommenden Montag. Wie stehen denn die Dinge derzeit? Wir haben in der letzten Runde unser Angebot vorgelegt, 2,2% ab 1.3. für 12 Monate. Wir haben angeboten, die Altersteilzeit zu verlängern und wir haben angeboten, auch die Qualifizierungstarifverträge wieder in Kraft zu setzen. Das ist ein Komplettangebot. Das ist ein Angebot, das in der Wirkung den Arbeitnehmern faktisch 2,5% in diesem Jahr mehr bringt. Das ist ja schon ein Stück mehr als die letzte Tariferhöhung insgesamt. Wir haben eine Inflationsrate, die bei 1,1–1,2% liegt. Also dieses Angebot, das wir gemacht haben, bringt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein deutliches Reallohnplus. Und wir erwarten jetzt einfach, dass die IG Metall die Warnstreiks lässt und zügig mit unserem Verhandlungstisch zu Ende kommt. Wir haben eigentlich ein abschlussfähiges Angebot vorgelegt. Also derzeit zeigt man die Muskeln, es wird gestreikt in Augsburg, in München. 5,5 ist das Ziel der Gewerkschaft und man kämpft auch ein bisschen um die Altersteilzeit. Da gehen die Interessen ein bisschen auseinander. Aber also 5,5% sind für uns unrealistisch. Wir haben eine Lage in der Metall- und Elektroindustrie, die ist moderat. Wir haben in den letzten Jahren extrem hohe Zuwächse an Lohnstückkosten gehabt, weil wir hohe Lohnerhöhungen in den letzten Jahren hatten. Seit 2008 sind unsere Arbeitskosten um etwa 17% gestiegen. Die Produktivität allerdings nur um 2,2%. Das heißt, wir sind weniger wettbewerbsfähig geworden. 14,8% sind Lohnstückkosten gestiegen. Das kann dauerhaft nicht gut gehen. Es geht jetzt darum, sich in die momentane unsichere Lage einzufügen. Ich hoffe, dass die IG Metall hier sich besinnt. Und bei der Altersteilzeit, wir wollen der Forderung der IG Metall für einen Neuabschluss, ja, das wollen wir ja machen. Auch unsere Betriebe wollen das, aber es muss kürzer sein und es muss gezielter sein, es muss einfacher sein und es muss ein Stück kostengünstiger sein. Das sind unsere Anforderungen. Da ist die IG Metall aus unserer Sicht noch nicht auf dem richtigen Weg. Auch da hoffen wir, dass wir ein Stück weiterkommen. Die Metaller sagen ja, Altersteilzeit ja, aber individuell. Derjenige, der will, der soll auch. Und nicht nur die sollen dürfen, die der Arbeitgeber loswerden will. Also wir haben ja ein Angebot gemacht, dass bis zu 2% in die Altersteilzeit gehen können. Und zwar ganz fokussiert auf die besonders Belasteten. Diejenigen, die nicht mehr können, die sollen dann auch ausscheiden können. Darüber hinaus müssen wir eines festhalten, wir haben einen demografischen Wandel. Wir müssen uns darauf einstellen, dass man die Menschen länger im Betrieb halten muss. Das ist ja auch gut so, das ist ja eine gute Message an die Beschäftigten, dass sie gebraucht werden. Dazu passen darüber hinausgehende Ansprüche, wie sie die IG Metall sich vorstellt, nicht. Ein Leben lang lernen, das ist ein Slogan, den kann jeder unterschreiben auf Hü, wie da. Und dann gibt es einen Qualifizierungstarifvertrag, der auch sagt, man soll auch weiter lernen dürfen und auch vom Betrieb freigestellt, möglicherweise unterstützt werden finanziell. Wie sehen denn da die beiden Positionen aus? Also man muss es einfach mal festhalten. Wir hatten einen Qualifizierungstarifvertrag und wir hatten einen Tarifvertrag zur Bildungsteilzeit, der weitergeht als in allen anderen Teilen der Bundesrepublik. Die IG Metall hat das leider gekündigt, für uns unverständlich. Und insoweit kann es für uns nur um die Frage gehen, ob man da wieder in Kraft setzt oder nicht. Es bleibt einfach mal festzuhalten, die IG Metall hat die Tarifverträge gekündigt. Sie will ein Problem lösen, das es nicht besteht. Und das soll man eigentlich die Finger davon weglassen. Im Grunde wieder Rückkehr zum alten Status.
Der Rückkehr zum alten Status. Wir sind gern bereit, an Modifikationen noch Verbesserungen darüber zu diskutieren. Aber darüber hinausgehend, das können wir uns nicht vorstellen. Ein sehr wichtiges Thema für die bayerische Wirtschaft ist der sichere Energiebezug. Das ist ein Thema seit vielen Jahren, seit der Energiewende, die Freund und Feind vielleicht ein bisschen überrascht hat auch. Wie sind Sie denn zufrieden mit dem Ergebnis des Energiedialogs? Die Staatsministerin hat den jetzt abgeschlossen, hat eine Pressekonferenz gegeben. Sehen Sie sich da auf einem guten Weg? Für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die bayerische Industrie, ist die sichere Energieversorgung und vor allem auch die preiswerte Energieversorgung das Wichtigste. Viele unserer energieintensiven Unternehmen, aber auch die Wirtschaft insgesamt, muss sich darauf verlassen können. Wir haben doppelt so hohe Energiepreise wie